Was läuft und hockt gleichzeitig? Es ist der Podcast von 2 am Morgen, der ab jetzt läuft mit uns drei Hosts, die hier hocken. Heute mit dem Philipp, mit dem Moiri und mir, dem Robin, weil der Ramin hat es heute nicht im Podcast geschafft. Und wieso, das erfahrt ihr gerade. Ja, hoi zusammen. Heute mal nicht der Ramin am Mikrofon. Komisch. Wieso ist der Ramin heute nicht da, aber der Moiri und der Phil und der Robin? Moiri, kannst du das sagen? Ja, es ist schwierig zu sagen. Also, sagen wir es ist ein heikles Thema. Okay, man kann sagen, wir haben am Montag haben wir einen Dreh gehabt, wo... Das Video kommt am Sonntag raus und dort sehen wir den Grund, wieso der Ramin heute nicht da ist. Genau. Genau. Ja, mehr wollen wir auch noch nicht sagen. Es ist jetzt schon hure mysteriös. Ihr zwei sind so am Umstackeln. Es ist wirklich. Ja, aber er kommt nächste Woche wieder. Also so ist es nicht. Er ist nicht verschwunden nach dem Dreh. Nein. Es ist einfach, er hat jetzt schnell müssen abtauchen, um nächste Woche wieder auftauchen in alter Frische. Liebe Grüße gehen raus. Und ganz liebe Grüße, Ramin. Ganz liebe Grüße. Ganz liebe aber Grüße liebe von Herzen. Ja, liebe Grüße an dich. Und das ist wirklich ein Video, das am Sonntag... Sonst machen wir ja nicht so gerne so Teaser und so, aber das ist wirklich, glaube ich, ein Video, wo wir uns alle sehr darauf freuen, weil es wirklich auch lustig war. Es war wirklich lustig. Ja. Und es spielt mit vielen Emotionen. So, jetzt ist genug geklabert. Genug. Wir sind wirklich fast schon so Schwurbler. irgendwelches unkonkretes Zeugs. Also wie so die Hellseher, wie so der Mike Shiva. Es könnte gut werden könnte oder auch schlecht. Das oder wie die Horoskop, so ja, es... Du bist eine Person, die atmet. Und ah, was? Krass, das bin genau ich. Typisch ich. Aber ja, schön sind ihr beide da, Philipp und Moiri. Und Moiri, ich habe dich ja extra gefragt, kannst du heute in den Podcast kommen? Wir hätten noch diverse andere Leute reinholen können. Aber der Grund, wieso ich dich unbedingt in den Podcast wollte, ist, weil ich am Samstag an einem Rave war in Basel. Ui. Okay, also zuerst mal Basel Connection. Und dann... ist einer zu mir gekommen, und das ist mir schon länger nicht passiert, dass jemand mich auf den Podcast anspricht. Und so, hey, du bist doch der vom Podcast. Du bist doch das hässliche Gesicht vom Podcast. Hä, hey, aber wie? Also hast du so laut rumgeschrien und er hat deine Stimme erkannt? Hast du den Podcast moderiert im Rave? Oder hat er an deinem Tanzstil deine Stimme erkannt und dann dein Gesicht anhand von dieser Kombination? Ja, es waren ganz viele verschiedene Faktoren gewesen, dass ich mal gesagt habe, dass ich gerne an Raves gehe und vielleicht mal auf Basel wird gehen. Und er dann denkt, ja, vielleicht ist das der, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist er zu mir gekommen und hat gesagt, ja, mega cooler Podcast und so. Und er lost jede Folge und so. Aber hey, bitte, könnt ihr den Moiri mehr im Podcast einbauen? Und dann habe ich so gesagt, ja, wieso? Und ich so, ja, weil ich kann jetzt den Basel-Dialekt nicht nachmachen. Aber er hat gesagt, ja, ist einfach so schön, dass Basler Deutsch und darum... Ich habe dich im Podcast dabei haben, wo ich dir das kann sagen, dass du so ein Kompliment machen. Also das Kompliment ist eigentlich etwas, wo der Moiri gar nicht dafür kann, sein Dialekt. Also inhaltlich total langweilig, aber der Dialekt gefällt mir, können bitte mehr davon haben. Genau, der zu dir kommt, hat eigentlich nur Basel representen im Podcast. Ja. Yeah. Aber trotzdem, es ist ein schönes Erste. Ja, wir wissen ja alle, dass der Moiri, das ist einfach, der Moiri, der muss man einfach gerne haben. Ja. Ja, also ich komme sehr gerne. Ich komme auch so gerne so oft wie möglich. Aber ich glaube, es ist in dem Sinn ja immer noch ein Team-Podcast von 2 am Morgen, wo im Rahmen und dir gehört, Robin. Und wir sind auch nach wie vor eher noch so ein bisschen in der abwechselnden Rolle. Und ich glaube, es ist gut, wenn es ab und zu so bleibt, weil irgendwann genau die Geschichte von uns aus und dann muss wieder ein bisschen Abwechslung reinkommen. Aber täuscht mich der Eindruck oder bist du eigentlich jedes Wochenende jetzt irgendwie seit dem Sommer an einem Rave? Nein, das ist so. Aber also ich habe das Gefühl, du bist irgendwie jedes Wochenende so, ja, ich bin dann ich bin auch an einem Rave gewesen. Ja, ich war dort an einem Rave. Also es ist wirklich so alternierend. Entweder bin ich in den Bergen gewesen oder ich bin an einem Rave gewesen. Oder an einem Rave in den Bergen. Nein, das hat es aber leider nie gegeben. Ich bin an einem Rave in den Bergen gewesen. Was? Was für eine Überleitung. Hat sogar Berg-Rave geheissen. Wo? Das war gsi. Liebe Grüße gehen raus auf Ebnat Kappel. Sorry für den Bass, den ihr gespürt habt, wahrscheinlich im Dorf unten. Weil es ist eigentlich so, es ist etwa...
1000 Meter gewesen, oberhalb von Ebnat Kappel, das ist in Toggenburg. Und dort haben Freunde von mir, also Kollegen über Kollegen, haben dort so ein Berghaus gemietet. Wirklich das ganze Haus. Mit noch, das hat noch einen Zeltplatz vorne dran. Wir sind spät dran gewesen, wir haben im Zelt geschlafen, aber es war voll easy gewesen. Also ist das ein privater Rave gewesen? Und es war ein privater Rave gewesen, also ja, wo, also so halb privat. Ja, du hast mit Zeltplatz so über, eigentlich schon. Mit Zeltplatz und Massenschlag und Essen und es, also alles drum und dran mit Dancefloors und so. Und es war mega schön gewesen. Und ja, das ist, letztes Jahr war es der Burgrave und jetzt haben sie das U gewechselt, jetzt ist es ein Berggrave. Was? Warte mal schnell, letztes Jahr war es der Burgrave? Ja, letztes Jahr war es ein Burgrave, jetzt ist es ein Berggrave, nächstes Jahr wird es der Björn-Borg-Rave. Man weiss noch nicht, was kommt. Für die, die den nicht mehr kennen, das ist ein alter Tennisspieler aus Schweden. Der kommt dafür. Nein, also es ist noch cool gewesen, weil es ist wirklich tatsächlich, ist wirklich so eine Bande von zusammengewürfelten Leuten aufgefahren worden in die Berglandschaft. Und dann also es ist mega friedlich. Wie viele und cool Leute sind das? Ich weiss es einfach nicht, so 100 vielleicht. Was? Oder 80, okay. Keine Ahnung. Ich bin nicht so gut mit Schätzen. Auf jeden Fall ist ein Mountainbiker vorbeigekommen. und dann fährt sie mit dem Mountainbike so halb auf der Dancefloor rein und steigt so ab. Und so, ah, geile Party. Und dann ist er einfach dort geblieben. Und er hat so ein TV Ebnat Kappel-Liebli angehabt und so Dings, ja, Hose vom Tourverein Ebnat Kappel. Und dann ist er eigentlich so gesagt, hey, huer geiles Outfit, das du da mitgebracht hast. So voll so local anpassen auf Ebnat Kappel. So, der Dude ist von da. Der ist jetzt gerade mit seinem E-Mountainbike ist er da reingefahren. Und er hat es so geil gefunden. Und er ist wirklich einfach die ganze Nacht dort. Am nächsten Tag ist er immer noch am Tanzen gewesen. Und er hat eine riesen gute Zeit. Und dann so am Sonntagnachmittag ist er so mit seinem Bike wieder auf der Dancefloor gefahren. Hat er so gesagt, ich gehe jetzt. Hey, wirklich, die ganze Crowd hat applaudiert. So, ey, geiler Sieg. Und dann ist er mit seinem Mountainbike wieder runtergefahren. Also wirklich, ich weiss keine Ahnung, wie er heisst, aber du bist der Star von dieser Party. Das ist so der random Dude, der plötzlich an der Party auftaucht. Niemand weiss, wo er kommt. Ja. Und es ist einfach so, aber er ist mega der geile Sieg. Ja, und jeder kennt ihn. Das ist einfach, das ist der Dude von Ebnat Kappel. Das ist halt noch lustig. Ich also gedacht, ja, wenn ich dort wohnen würde und dann plötzlich, du gehst am Samstag wandern, könnte sein, und dann hörst du so einen Bass. Ja, ich würde gerade dorthin gehen, ja, all meine Kollegen anrufen und sagen, sie sollen kommen. Ich weiss nicht, vielleicht, entweder ist er mega sozial gewesen, und gesagt, es wäre jetzt nicht so gut, wenn jetzt einfach der ganze Turnverein jetzt die Party crasht, dass das vielleicht unangemessen ist. Oder sie haben es ihm gesagt, so, mach das bitte nicht, weil es kommt zum Schluss schlecht an. Aber es ist wirklich eine sehr lustige Situation gewesen, er ist einfach aufgefallen. Wirklich. Vor allem Ebnat Kappel, ein Kaff, den ich bis jetzt noch nie gehört habe, wahrscheinlich nicht auftaucht in der Schweizer Landkarte, bevor es eingeht. Es ist so ein Prototyp-Name von einem Kaff. Ich schwöre, Ebnat Kappel. Seit 650 Jahren lang wirklich nichts passiert. Aber wunderschön. Es ist Ebnat Kappel, du hast von dort, du hast den Blick gleichzeitig auf den Sentis und auf die Kurfürsten. Also wirklich, ein Reisli wert. Ebnat Kappel. Falls wir Hörerinnen und Hörer von Ebnat Kappel haben, meldet euch doch mal schon. Auch schnell zu der Geräuschlage vom letzten Wochenende. Also ich hoffe, es ist ob es Lärmklagen gegeben hat oder nicht. Weil es hat tatsächlich auch jemand angerufen. Irgendwann, glaube ich, dann am Abend, es sei wirklich so, wie der Wind ist wirklich so ins Tal runtergegangen. Und es sei wirklich einfach, man höre es halt. Aha. Und man soll wirklich schauen, dass am 10 Uhr halt einfach, es war halt zuerst draussen gewesen und nachher haben wir wirklich mega müssen schauen, es hat dann auch die Innenräume gegeben, dass wirklich einfach die Fenster zu waren, damit man wirklich nicht halt einfach die Nachtruhe belästigt. Obwohl es ist irgendwie etwa 500-600 Meter weiter oben gewesen, oder ich weiß jetzt nicht wie viel, aber es war auf jeden Fall recht auf dem Berg oben gewesen, aber man hat das wirklich runtergehört. Aber es ist dann nachher, glaube ich, gut gewesen. Also es ist, glaube zwischenzeitlich ein bisschen passig gewesen. Okay, aber das voll crazy viel in dem Fall. Aber das, was du gesagt hast mit Rave in der Natur, das ist aber bei meinem Rave, es ist nicht in der Natur gewesen, aber mein Rave war bei der Fondation Baylor. Gibt es also jetzt so eine Rave-Battle? Ja. Beruhigt euch wieder. Jetzt ist alles gut. Ich weiß nur auch, dass es dort so eine absurde Situation gibt, weil der Rave war neben dem Museum, wo es ein mega hochstehendes Museum ist. Und es ist ja gerade noch Art Basel. Also das heisst, dort an dem Samstagnachmittag, an dem Day-Rave, wo neben dem Museum stattgefunden hat, sind auch Familien und sonst so ein bisschen Leute, normale kulturinteressierte Leute gsi, weil da gerade das Museum war und die sind in dem Museum. Und jetzt ist das Ding, dass
wenn du das Billett für den Rave hast, hast du gratis auch ins Museum können. Also du hast einfach über die Wiese müssen laufen und hast ins Museum können gehen. Okay. In das Fondation Baylor. Und es war gerade irgendeine so random Ausstellung. Und nachher sind wir mit den Kollegen auch ins Museum rein. Und es ist, ich meine, wir sind alle irgendwo zwischen 25 und 30. Und es hat sich so angefühlt, als wärst du mit 14 das erste Mal in ein Museum und du findest alles hure lustig und weißt, nimmst so hoch und Kunst und so. Und es war so eine absurde Situation gewesen, weil du hast etwa 70% der Leute sind einfach so Partygänger gewesen, so Rave-Leute, die besoffen waren und noch irgendwie wahrscheinlich auf Drogen. Und dann 30% irgendwie so ältere Leute oder Familien mit Kindern, die ihren Samstagnachmittag dort ruhig in dem Museum verbringen wollen. Und es war wirklich einfach so absurd gewesen, weil du hast dann so die ganze Zeit so Witz gemacht über die Bilder und du hast die Namen lustig gefunden und einfach nichts ernst genommen. einfach irgendwie eine Horde von truffnigen Leuten in dem so, oh, kann man das anlangen? Ja, ja, genau ja, so. Aber wer ist auf die Idee gekommen, der Rave-Crowd Tickets zu geben für das Museum? Also, das ist ja selbstmörderisch. Absolut. Also, es war ganz komisch gewesen. Weil steht nachher, das Museum noch? Ja, ja, es steht noch. Aber es war komisch gewesen, weil du bist 5 Minuten vorher, oder nein, 2 Minuten vorher bist du auf dem Dancefloor gewesen, mit 200 Leuten um dich herum, die dich zusammendrücken und nachher läufst du in das Museum rein, hast mega viel Platz, es ist alles so ruhig. Aber es stehen trotzdem irgendwie 40 Leute vor dem WC dort an, damit sie aufs schöne WC gehen können. Ja. Das war ganz, ganz absurde, absurde Situation gewesen. Ja, ja. Und bist Hast du etwas gekauft? Nein. Hat es mit dir etwas jetzt gemacht, dass du dich dann vielleicht gleich hast für Kunst? Nein, null. Es war wirklich so eine Situation, wo wir dort reingekommen sind und du hast so eine riesige Glasfront, wo du eigentlich rausgesehen zum Rave. Also du hast die Leute gesehen auf dieser Wiese beim Rave und dort sind nachher auch so Leute gesessen und dann hast du so Witz gemacht, so, ja, das ist jetzt wie so ein Menschenmuseum. So, eigentlich sind sie jetzt so der Zoo und sie schauen uns an. Oder weißt du, irgendwie so ein bisschen so. Und dann, aber die sind alle so drauf gewesen, die das so gesagt haben und besoffen. Und dann ist es halt durch das einfach sehr, sehr lustig gewesen. Ein Kunstprojekt. Vielleicht war das Ziel vom Museum. Ihr seid eigentlich nur ein Kunstobjekt gewesen. Das ist wie so... Wir sind ganze, ausgestellt worden. Ja, es ist auf so einer Meta-Ebene. Damit die Leute vom Museum mal wahre Kunst können sehen. Und wenn wir vom Rave ins Museum gehen und auf den Rave sehen wir, was wir für Tier sind. Seht ihr euch wie selber. Ja. Und dann habt ihr eine Reflexion, wodurch das Gesamtkunstwerk in Gang gebracht worden ist. Ah, ja, jetzt verstehst du es. Ja, jetzt. Ist gut, dass du da im Podcast kommst. Ja, jetzt. Jetzt macht alles Sinn. Ja. Was hast du gemacht? Hey. Bist du auch go raven oder nicht? Nein, also ich find's crazy, was ihr zwei hier erleben am Wochenende. Das ist ja, was ist mit euch los im Moment? Es läuft einfach noch sehr viel, ich glaub, ja, es ist, irgendwie ist es September. Ich glaube, jetzt im Oktober habe ich mal so in meine Agenda geschaut und im Oktober ist einfach nichts los. Und es ist alles so im September. Wir alle wollen noch den Sommer verlängern. Und ich glaube, jetzt ist wirklich mal so Zeit zum Durchschnaufen. Und durch das irgendwie letzte Woche, in der Zeit irgendwie auch bei 2 Uhr morgens, ich habe eine stressige Zeit gefunden, so die letzten 2-3 Wochen. Irgendwie recht viele Sachen gleichzeitig und irgendwie viel los. Und dann gibt es eigentlich nichts Besseres, als irgendwie mal so schnell auf den Berg rauf und dort abschalten. Das ist eigentlich wirklich sehr gut. Hey, ja. Ich habe mir eben das Wochenende ein bisschen versaut, muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe nicht einmal etwas dafür gemacht. Also doch, ein bisschen etwas dafür gemacht, aber um mich noch wieder besser zu fühlen. Ich habe es vielleicht schon im letzten Podcast kurz miterlebt, weil gemacht habe ich es schon vor einer Woche. Aber realisiert habe ich es erst das Wochenende, was es bedeutet. Und zwar habe ich eine WhatsApp-Nachricht von meinem besten Kollegen bekommen vor 1,5 Wochen. So, wir schreiben uns eigentlich immer, wir haben beide recht viel im Toren, immer, und wenn wir etwas voneinander irgendwie wissen wollen, so, dann schreiben wir uns immer recht kurz anbunden. Und dann habe ich so zu einem 8 Uhr, ich bin schon im Bett gelegen, eben aus dem Grund, was der Phil schon gesagt hat, weil es strenge Wochen gewesen sind, hat mir geschrieben, einfach so, «Ey, Dave, bist du da für eine dumme Idee?» Und ich so, Josef? Ja, das bist Josef? Du. Geht es darum, jemanden verarschen oder muss ich Schlange sein? Ja. Ich habe einfach gerade zugesagt, ohne zu wissen, was los ist. Und dann hat er mir dann eröffnet, um was es geht. Und dann hat er gesagt, okay, reserviert den 10. April 2022. Ich gehe am Zürich-Marathon, du kommst mit. Und ich so, Josef, also
was machst du denn für einen Lauf dort? Und er so, ja, eben halt den Marathon. Also, heißt der Marathon oder was? Also, ja, es gibt. Willst du schwimmen oder was? Ja, nein, okay. es gibt einen 10-Kilometer-Lauf, es gibt einen Halbmarathon, es gibt einen Halbmarathon und dann den ganzen Marathon. Aber wenn du dich jemand fragt, kommst du an Zürich Marathon? Ja, dann stimmt. Ja, und dann stimmt. Hast du gesagt, und jetzt musst du gehen. Und dann, hat er mich noch getriggert, weil er gesagt hat, gell, umso früher du dich anmeldest, umso günstiger ist es. Und ich so, sofort angemeldet, weil ich kann nicht so viel Geld ausgeben. Sofort angemeldet. Darf ich ganz, ganz schnell etwas sagen, das triggert mich und da schaut auch mein Deutschlehrer. Man sagt nicht umso. Es ist je mehr, desto oder je mehr, umso. Einfach schnell als Ding. Robin. Ja. Tut mir leid. Das ist schon gut, das ist aber im Hochdeutsch, im Schweizerdeutsch haben wir eigene Regeln. Ja, aber umso ist so. Umso. Ja, ich verstand, was du willst sagen. Ich probiere mit dran. Nein, sorry, da habe ich einfach ganz schnell. Weißt du, jetzt sagen da Leute dir auf dem Rave, hey, mega schön, haben wir mal einen Basler. Und jetzt lass den Basler nicht mal ausreden. Ja, mein eigenes Dialekt. Wirklich. Super, okay, wenn du das kannst. Wirklich, wenn du super Leistung. Alle, die wieder ausschalten, weil jetzt der Moiri einfach wieder zu wenig redet. Moiri, red weiter und sag, red, wie dir die Schnur gewachsen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte jetzt dissen vorher. Mir ist erstens nicht in den Sinn gekommen und zweitens, hast du dich entschuldigt, dass du mich unterbrochen hast? Ja. Plus entschuldigt, dass du mich korrigiert hast. Ich finde die guten Vibes einmal schön hier. Mhm. Ja. Es ist einmal eine ganz andere Stimmung. Kein Hate-Podcast. Von dem her kann ich die Kritik sehr gerne annehmen. Super. Und ich will es versuchen umsetzen. Sehr gut, das ist wirklich konstruktiv gemeint. Ja, mir schläft es. Also erzähl weiter. Ja, eben, und jetzt eben zurück zu meinem Problem. Da habe ich zugesagt an den Marathon, habe mich auch angemeldet, habe sogar die gleiche Zeit ausgesucht wie mein Kollege, der relativ regelmässig säckeln und sehr ambitioniert. Also du meinst gleiche Zeit ausgewählt? Du musst eben wie so eine Zielzeit angeben, damit du wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe, kannst in dem Sektor starten, wo quasi deine Pace läuft. Dass sie quasi die schnellste zuvorderst stellen. Kannst du nicht einfach in die schnellste Pace und nachher... Dass halt die Idioten, die das Gefühl haben, ich mache es in 1,5 Stunden und nachher 12 Stunden haben, nicht zuvorderst stehen, sondern dass es quasi abgestuft ist. Okay. Da geht es eigentlich um so eine realistische Einschätzung, was du wahrscheinlich schon mal nicht gemacht hast, weil du mit dem viel trainierteren Kollegen jetzt in der Reihe stehst und jetzt verdammt musst trainieren. Genau. Und dann habe ich eben im Nachhinein das Wochenende das allererste Mal gegoogelt. Ein Marathon in einem halben Jahr bestehen. How to. Und was ist rausgekommen? Good old how to. Es ist rausgekommen, dass ich schon mal mindestens einen Monat zu spät dran bin für eine realistische Vorbereitung. Ah, du bist der Moiri, du kannst das. Du hast eine gute Marathonfigur, du bist Du hast doch gute, ja. Noch Knochen und... gute Grundausdauer doch auch. Grundausdauernd, zähen sich, ausdauernd auch beim Schaffen. Du bist im Militär gewesen, hallo. Das du, hast, du hast gute Laufschuhe, bin ich gesehen. Ich glaube, mit denen geht's. Also ich sehe kein Problem. Das Internet sagt, wenn du wirklich eine anständige Zeit anlegen willst, die du nachher auch den Leuten erzählen kannst, musst 30 bis sogar zu 50 Kilometer in der Woche gelaufen sein und um die 5 Mal pro Woche joggen. Also das ist jetzt einfach die eine Seite, die ich angeschaut habe, wo mich recht dann zu den Tränen gebracht hat. Aber 30 Kilometer, das schaffst du. Also ich kann jetzt auch so, sagen wir so, 2 Mal in der Woche joggen und das sind schon etwa 20. Jetzt müsste ich einfach noch einmal mehr gehen, dann bist du schon mal auf 30. Ja, aber tust du 2 Zehner ranlegen in der Woche? Ich glaube schon, wenn du etwa eine Stunde gehst, machst du etwa einen Zehner. Ne? Ja, das kann sein. Aber trotzdem, das ist und dann noch 2 Mal in der Woche und dann mit dem Job, den wir jetzt hier noch machen. Ja, aber Moiri. Ich komme mit dem Nudeln fertig heim. Ich kann nur noch aufs... Ich habe mich jetzt mal vorbereitet. Du musst am Morgen oder am Mittag gehen. Ja, am Abend machst du das einfach nicht mehr. Das ist der grösste Fehler. Sport machst du am Abend nach dem Arbeiten einfach nicht mehr. Das stimmt. Ja, das stimmt sowieso. Außer du hast wirklich einen krassen Willen. Mhm. Aber Ich habe eben das Gefühl, ich muss wahrscheinlich über das gehen, einfach über den Kopf und quasi einfach meine Gefühle und meine Gedanken ausschalten und auch an dem Marathon einfach säckeln wie eine Folie. Du machst jetzt einfach noch, du kannst jetzt nie trainieren und machst aber so krasse Mentaltraining. Genau. So, ich schaff's. Die Zeit, wo du ins Mentaltraining investierst, kannst du jetzt einfach 20 Kilometer pro Woche säckeln. Hey. Geh mit dem Phil über den Mittag oder so. Du gehst jetzt immer über den Mittag. Ja, ich habe mir vorgenommen, weil das habe ich während Corona halt immer, also während Corona damals, nein, also einfach während der Lockdown-Zeiten,
habe ich es mir so angewöhnt. Ich bin zum Beispiel am Mittwoch nach der Redaktionssitzung über den Mittag rennen. Und seit wir halt wieder viel mehr im Büro sind, habe ich das nicht gemacht. Und am Abend bin ich, wie gesagt, auch zu müde. Und jetzt habe ich mir angewöhnt, so mindestens einmal in der Woche über den Mittag, anstatt mit euch das gute Kantinessen zu holen, einfach mal zu säckeln. Und das tut sehr gut. Und ich habe eigentlich schon gesagt, ich bin eben auch ein bisschen am Spienzeln, ob ich mich am Moiri anschliessen soll. Weil ich jetzt langsam in so einem Marathon-Alter bin, so über so zwischen 30 und 40 fangen die Leute an, Marathon zu rennen. Das ist schon so ein neues Hobby, was soll ich noch machen? Ja, ich fange an, Marathon zu säckeln. Es ist wirklich so Fußball hast du langsam zu viele Verletzungen, so irgendwie Kraftsport magst du auch nicht mehr so wie früher. Jetzt fangst du halt Ausdauersport machen, weil Ausdauersport ist, glaube ich, so der einzige Sport, wo du ab 30 besser wirst. Rein von der Physiologie ist das offenbar, ist der Körper so gemacht, dass du besser kannst. Und es gibt wirklich viele Leute, viele jetzt Kollegen auch, die sich ein Rennvelo gekauft haben, die jetzt irgendwie am Wochenende auf irgendwelchen Pässe rumfahren. oder dann so... Du bist eigentlich viel zu jung für einen Marathon. Eigentlich kannst du das Billett mir geben. Ich bin im Alter für den Marathon. Du bist... Ist der Marathon Boomer of the Week, oder ist das... Hey, ich würde im Fall jetzt... mal ganz langsam. Eigentlich schon. Ich würde auf etwas ganz anderes raus. Erstens bin ich drin hineingezogen worden von einem guten Kollegen, wo ich in einer Sache zugesagt habe, wo ich nicht gewusst habe, was es geht. Ich habe ihm zugesagt und dann hat er gesagt, es ist ein Marathon. Und dann habe ich gesagt, okay, scheiße, schon zugesagt. Okay, der Kollege ist schuld. Erstens, genau. Zweitens, finde ich persönlich, ist ein Marathon schon etwas, wo man mal so... Also ich will das mal erlebt haben in meinem Leben, irgendwann. Und wenn ich jetzt die Chance dazu überkomme, das mit jemandem zu machen, den ich gut kenne und nicht komplett allein muss an die Startlinie für Jumpel und keine Ahnung, er hat schon ein paar gemacht und von dem er weiss auch, wie es läuft. Und ich glaube, das ist eine gute Chance, um das einmal selber erleben, unter der Anleitung von jemandem, wo du so die letzten Fehler noch ausmerzen kann und irgendwie noch sagen, dann musst du hier und ja, aber findest du schon, dann kommst du dort hinten. Was willst du für Fehler ausmerzen? Du musst einfach losrennen und mögen. Du musst einfach deinen linken Fuß führen, nachher deinen rechten Fuß führen. Und das einfach etwa 20'000 Mal. Du machst dir zu viel Gedanken, Moiri. Ich habe sehr Angst. Ja, aber das ist die falsche Einstellung. Angst, Moiri. Mit Angst kommst du nicht ins Ziel. Also Angst, sorry, man lernt laufen mit was? 3, 4? Du musst das jetzt einfach... 42 Kilometer musst du laufen. Ja, in einem angemessenen Tempo, diesen Pacemaker oder so. Wie die. Das ist, ich bin mal um einen Halbmarathon, da wirklich so, die haben dann so Schildchen und dann rennst du einfach so denen nah und dann siehst du immer deine Zeit. Und dann je nachdem kannst du ihn überholen und zu der nächsten Zeit rennen oder du gehst halt hinter und bist bei der hinteren Zeit. Was, die sind so Checkpoint? Oder ja, das ist eigentlich so, eben so Pacemaker. Das sind so Läufer, wo... Ah, die säckeln eine gewisse... Genau, Tempo. Die sind angestellt, die werden glaub, sogar gezahlt. Darum zahlst du auch. Du zahlst eigentlich den Löli, der vor dir her rennt mit seinem Schildchen, damit der dich ins Ziel rennt. Hä? Das gibt's? Ja. Hast du das nicht gewusst? Nein. Das ist ein riesen Ding. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Fake News sind, aber ich glaube, das gibt es sogar in der richtigen Marathonrennen an Olympia. Gibt's ja, das, logisch, glaub, ja. Die haben auch Pacemaker. Ja. Pacemaker, also das gehört zu allen Rennen, aber eine gewisse also Distanz. Also du kannst einordnen während dem Säckeln? Ja, so. Sogar auf Bahnrennen, glaube 5'000 Meter, also die haben auch Pacemaker. Und die gehen dann nachher eine Weile raus und dann am Schluss läuft es dann glaube aus. Ich weiss jetzt nicht, ich bin am Greifensee gelaufen, dort war es glaube so, dass die glaub, bis am Schluss durchgerannt sind, die Pacemaker, soviel ich weiss. Je nachdem, wie gut also ich finde, wenn sind, du schon oder? Am Greifensee laufen bist, dann finde ich, solltest du auch zum Zürich-Marathon gehen. Es ist ja nur das Doppelte, aber das Problem ist, den Halbmarathon habe ich gut gemacht. Meistert. Ich hätte gedacht, wenn ich es mir ein bisschen einteilt, hätte ich schon noch länger. Aber das Doppelte heisst eben nicht doppelt so schwer, sondern es ist etwa vierfach so schwer, weil die zweiten 20 Kilometer... Also ich habe immer noch... Man redet ja von dieser Wand, dass man irgendwann einfach gegen so eine Wand anläuft und dass es mega schwierig ist. Aber ja... Ich habe mir gesagt, ich gebe mir jetzt noch bis nächste Woche Zeit, ob ich mich an Moiri anschliesse. Okay. Aber ich habe Angst, dass der Moiri mich... Weißt du, es ist nachher so ein Konkurrenzkampf. Ah, nachher ist Battle. Ich habe das Gefühl, der Moiri ist einfach noch jünger und noch fitter. Ich verliere einfach. Weil bei deinem Kollegen ist ja, der ist eh aus deiner Liga. Den kannst du eh nicht aufholen, oder? Den kann ich nicht aufholen. Und der Moiri will eben unbedingt, dass ich mitmache, damit er wenigstens noch jemanden hat zum Schlagen. Jetzt komme ich genau eben zu meiner Mission. Ah, du willst schon Ramin zum... Nein, da kann ich einfach auch einen Steinrucksack mitnehmen. Hey, nein, ich wollte jetzt wirklich dich, Philipp, anfixen mit...
Also ich habe ein bisschen falsch angefangen, weil ich jetzt alles Negative da, ja, aufzählt habe. Null, ich habe null Bock mehr auf den Marathon. Jetzt, ist das der Grund gewesen, dass du das da droppst, dass du den Philipp eigentlich reinholst? Aber schlechteste Plädoyer ever. Das merke ich jetzt gerade schlechteste im Pitch. Nein. Ich habe eine hure scheisse Idee und ich möchte nicht, dass ihr in die investieren, aber bitte macht es gleich. Ja, klar, bist du bei Höhle der Löwen mal gewesen? Ja, klar. Ja, nein, wirklich. Ich glaube aber, dass ich jetzt so... Also ich bin nicht besser als du, Phil. Und ich glaube, wir wären ein gutes... Also Läufer-Team ist übertrieben, weil laufen musst du ja selber. Mhm. Aber ich glaube, über, so über so eine lange Zeit hinweg, bis im April, gibt es noch viele Momente, wo man kann, alles verteufeln und einfach nicht gehen und einfach nicht mehr trainieren. Und ich glaube... Wenn man das wirklich will, dann braucht es so ein paar Push-Momente. Und wenn wir jetzt hier einen Podcast zusammen könnten abmachen, du musst mir noch nicht zusagen für den Marathon, aber wenn wir am zusammen könnten gehen joggen über den Mittag am Dienstag, dann also wäre wär sicher mal ein Fixpunkt gesetzt. Also Dienstagmittag gehen wir okay, jetzt zusammen. Okay, Handshake. Super. Ob ich am Marathon mitmache, wird ich im nächsten Podcast, wo ich anwesend bin, bekannt geben. Okay. Weißt du, wie das jetzt gerade, also hure geil, aber weißt du, wie das jetzt gerade tönt, Moiri? Du hast mit dem allem Schlechten angefangen und die letzten 5% hast du gesagt, wieso man das macht. Wie so bei einem Date irgendwie, wo du all deine schlechten Eigenschaften aufzählst, aber nachher trotzdem noch sagst, ja, aber ich bin im Fall mega nett, also ich glaube, wir sollten gleich nur fürs zweite Date gehen, ist gut. und der Phil hat einfach ja gesagt. Ja, das lange mir. Ich gehe ja eben damit rennen. Wobei ich muss schon sagen, ich bin eigentlich so ein bisschen allein. Ich renne gerne allein mit Musik. Du musst einfach nicht von mir erwarten, dass ich mit dir rede. Ja. Ah, nein, ich kann auch Musik reinmachen. Genau. Es geht mir nur darum, dass am Schluss beide auf der Straße sind und schneller laufen als gehen. Gut. Das ist alles. Ich muss mit dir nicht über das Geschäft reden. Ja. Schon gar nicht über das Geschäft reden. Nein, während des Joggen. Ist gut, wenn wir nicht reden müssen, dann machen wir das. Ja, das ist gut. Super. Also, dann kommen wir doch zu. Übrigens, ich habe jetzt da gerade Bowl in der Hand. Hast du die wieder so aufgefüllt? Ich habe noch nie die Bowl mit so vielen Zetteln gesehen. Der Ramin hat mich im letzten Podcast, wo ich dabei war, nein! Ich bin hier hinten im Mäckli gestanden und habe hier eure Mikrofone abgelost und geregelt. Und währenddessen hast du die Bowl-Frage ausgegeben. Er hat mich mit so einem bösen Blick angeschaut, weil es also nur noch in Anführungsstrich etwa 10 Zedeli drin hatte. Nein, es hat nur etwa 2 drin gehabt. Also es war wirklich ganz mickrig. Aber jetzt leben wir wieder im Überfluss. Bowl-Überfluss. Sicher etwa 40 Zedeli. Also komm, Phil, mach du den Anfang da mit der. Ziehe ich da mal eins. Der Bowl. Die erste Frage kommt vom Einfach Thomas. Wenn ihr euch einen Wohnstandort könntet wünschen, Geld und Arbeit spielt keine Rolle, wo wär's? Ein Wohnstandort? Aber zuerst mal die Frage, wär's in der Schweiz oder nicht? Es ist immer so die Frage, ja, würdest du in der Schweiz wohnen, wenn Geld keine Rolle spielt? Oh, das ist eine mega schwierige, ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich sage ja immer, man ist ja dort zu Hause. Das ist jetzt ein Kalenderspruch, wo die Freunde zu Hause sind. Ja. Wo 20 sind. Gell? Also gut, wenn es jetzt wirklich wenn es jetzt irgendwie Bielefeld oder so ist, dann sind auch Freunde nicht mehr wert. Wieso es gibt schon, weiß auch nicht, das ist irgend so eine, ich habe jetzt einfach irgendeine vercrackte Stadt im Ruhrpott. Okay. Ich weiß einfach, im Ruhrpott irgendwie, dort würde ich nicht wollen wohnen. Also ist das überhaupt im Ruhrpott? Einfach dort oben in Nordrhein-Westfalen, das ist so hure, ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin dort mal gewesen und dort würde ich jetzt nicht wollen wohnen. Mhm. Aber ja, jetzt habe ich einfach gesagt, wo ich nicht wohnen will. Super, das ist die Frage super beantwortet. Ja, ich muss mal noch ein bisschen überlegen. Sag du mal, Moiri. Hey, mir hat, das haben wir auch mal im Podcast erwähnt, wir sind ja mal zusammen, also du, Robin, ich und der Ramin sind zusammen über See gewesen, einen am grossen Deich. Ah, good old LA. Ja, genau. Und dort hat es Teil gegeben an der Küste, nicht in Los Angeles selber, sondern am Meer, wo mir sehr gut gefallen haben. Ich kann aber nicht ganz genau sagen, wieso es mir dort so gut gefallen hat. Und ich kann mir auch den Ferien-Vibe nicht 100% trennen von dem Gefühl, dort zu haben, wenn man immer dort wohnen will. Aber das ist wie ein Ort, wo ich das Gefühl habe, an der Küste in der Nähe von der Stadt Los Angeles, wo ich mich wahrscheinlich über eine lange Zeit würde wohlfühlen. Und ich glaube, auch viel könnte erleben und sehen, auch ohne die Freunde, die ich jetzt hier in der Schweiz habe. Aber dann würdest du es mehr so als Kapitel sehen und nicht so genau. Als...
Genau. Yeah, aber es gibt ja die Auswanderersendungen da im SRF auf und davor oder andere auf anderen Sendern, wo die Leute wirklich fast schon ein bisschen Groll haben auf die Schweiz und sich uns nicht mehr aushalten da und wie sich sehnen nach dem, was sie dort irgendwie haben am neuen Ort. Und es gehen ja fast alle auf Kanada und das kann ich null verstehen. Null verstehen, wieso Kanada. Die Leute... Erstens Kanada und zweitens, warum... Wieso Kanada? Ja. Nein, also die gehen ja dann alle in so eine Waldhütte, wo, ja, nachher, wo zwölf, nein, etwa 350 Kilometer weg ist vom nächsten Haus. Und dann immer der erste Satz, wenn sie dann dort das erste Mal sind, eine Woche, und dann muss irgendwie die Tochter, die erst gerade frisch geboren ist, dort im Hütli, muss dann einmal zur Kontrolle ins Spital und dann fahren sie 4 Stunden einen Weg und dann sagen sie, ja, das ist jetzt halt schon nicht so einfach. Und ich so, Bro, what the fuck? Und dann sagen sie, oh, die redet ja Englisch da. Ja. Kann ich, genau, es kann ja niemand Englisch, wenn die auswandern. Ja gut, das sind die dummen Auswanderer. Das sind die Deutschen, die auf Mallorca gehen. Ja. Ah, die reden ja Spanisch. Ja. Das sind die Deutschen, die auf Mallorca gehen und ein Solarium aufmachen. Aber gut, in Mallorca musst du wirklich kein Spanisch können. Das ist eh Kolonialität. Aber ja, ich sehe den Punkt. Ich habe den Reiz vom Nicht-Schweizerischen bis jetzt noch nie so krass gesehen auf eine längere Dauer. Also für, ja, für immer, das für, ist schon. Für immer schon. Sowieso nicht, und aber auch schon für länger als ein halbes Jahr nicht. Yeah. Voll. Ich finde es noch schwierig. Ich glaube, es hängt wirklich so ein bisschen mit dem Job und mit der Familiensituation zusammen. Aber ich finde es schon mal cool, paar Jahre noch jemand anders leben. Ja. Ich habe mal ein Austauschsemester klassische Schweizer in Australien gemacht. Australien. Nein, und ich bin da gibt es so einen Ort Byron Bay, das ist mega touristisch. Also touristisch. Byron Bay. Das ist so ein Prototyp von. Wie viele Stories und Fotos ich von Byron Bay wirklich gibt. Ja. Und es ist wirklich so, abgesehen, es ist halt so Backpacker-Sing, aber rein landschaftlich und von der von den Surfbedingungen, was du dort hast, rundherum, hat es mich dort einfach sehr gut gefallen. Aber es ist wirklich vom Klima her, von der Vibes her. Es ist natürlich ein bisschen abgelegen. Und ich glaube, es würde mir wahrscheinlich zu wenig laufen. Aber ich finde so die Städte dort, also Melbourne und so, hast schon eine sehr gute Lebensqualität, wo du halt einfach mega viel Natur rundherum hast und trotzdem noch so irgendwie einen gewissen Standard. Es gibt ja die Leute, die mega gerne in Länder auswandern oder den Traum haben von dem einfachen Leben, oder Entwicklungshilfe haben machen und so. Und das will ich überhaupt nicht. Ich will voll meinen guten Cappuccino trinken dort. Und das ist mir einfach... So wie ich jetzt gerade mache. Ja, es gibt mir einfach so ein paar Sachen, die mir wichtig sind. Und darum finde ich so ein kleines entwickeltes Land schon auch cool, zum länger leben. Aber ich kann das nachvollziehen, weil zum Beispiel, als ich in Costa Rica war, habe ich auch, also man ist ja irgendwie auch ganz anders drauf zum Teil, wenn man irgendwie in der Ferien ist oder so, oder wenn man ja so an einem Strand ist oder so. Und dann habe ich wie gemerkt, plötzlich hast du gar nicht mehr so Ambitionen. Also irgendwie da in der Schweiz habe ich so das Gefühl, so wie Gesellschaft und alles ist, habe ich persönlich einfach auch höhere Ansprüche, zum Beispiel an den Job oder will noch irgendwie mehr Sachen machen. Und wenn du dort bist, ist es halt voll easy, einfach da ein bisschen am Strand chillen und vielleicht irgendetwas. Also, ist das aber nicht die Schweizer Sicht auf das Land und den Moment? Weil wenn du dann dort bist und mit dem musst klarkommen, wo du dort kannst an Jobs haben und, oder machen, kannst du denn den Strand überhaupt noch geniessen, weißt? Weil vielleicht du verdienst halt einen Bruchteil davon, was du da verdienst. Du bist vielleicht viel mehr darauf bedacht. Gut, jetzt unser Fragesteller sagt, Geld spielt keine Rolle. Aber das ist halt nicht so ganz realistisch, oder, wenn man sich das jetzt in unserer Situation überlegt. Und dann wird der Strand halt dann irgendwann auch nochmal oder vielleicht sogar eine Last, weil du sagst, er ist zwar da, aber ich kann nie gehen, weil ich habe 3 Jobs. Ja, das ist ähnlich wie da. Also vielleicht würden die Leute, die gar nicht da in die Ferien kommen, würden auch denken, ja, ihr seid sicher die ganze Zeit am Wandern oder so. Nein, der Robin säckelt den Berg drauf am Wandern. Sie sind die ganze Zeit am Käse essen. Ja. Aber ja, ich glaube, es ist noch schwierig, über das zu reden, wenn man das wie selber nicht so erlebt hat. Und aber auch nicht so will, oder? Ja, und irgendwie, und wir haben eben, ich gehe auch meistens irgendwo an den Strand in die Ferien oder in der Küstennähe, weil ich das halt, ich finde als Meer etwas mega anziehen, ich würde mega gerne am Meer leben, aber natürlich im Bewusstsein, dass du dort einen Job hast und dass der Job eigentlich für mich dann etwas mega Wichtiges ist und das Umfeld und dann aber die Wochenende am Strand, ja, auf die freue ich mich auch, aber das ist dann das lange allein noch nie zu herren, oder? Also einfach
Das ist wie, ja, es langt auch nicht, um einfach in die Berge zu gehen, wenn es so scheiße ist. Also ich habe das Gefühl, es muss recht viel rundherum stimmen oder du musst eigentlich die Mentalität von diesem Land geil finden. Also ich finde, es gibt schon so, ja, Länder, wo die Mentalität cool ist, dafür funktioniert dann nichts oder es ist mega Korruption. Und dann irgendwann auf die Länge machen dich solche Sachen fertig. Also ich sehe das bei meiner Schwester, die ist ja jetzt seit etwa 11 Jahren ist sie in Chile. Und ist eigentlich übergegangen, weil ihre Mentalität von der Schweizer einfach so ein bisschen stur war. Und dort ist es viel offener, viel warmherziger. Und ich merke es aber auch, also das sagt sie selber auch nach 11 Jahren oder so, es sind einfach viele Sachen auch, die nicht so gut funktionieren wie da. Und es ist halt so, irgendwie musst du dich so mit dem abfinden. Also du hast zwar irgendwie Benefit von Warmherzigkeit, aber irgendwie soziale Sicherheit vielleicht nicht so. Also es ist so. Ja. Mich würde aber sie bleibt, also sie ist dort geblieben. Sie bleibt dort, ja, vorher. Ja. Mir ist vorher das Thema Highway noch aufgepoppt, bevor wir zur nächsten Frage gehen. Sind die Leute, die Highway bekommen nach einer gewissen Zeit? Oder, weil ich persönlich habe das Gefühl noch nie gehabt, so wirklich. Ich habe es immer erst in dem Sinn, wenn ich wieder zurück bin, dort, wo ich irgendwie herkomme, also herkomme, wo ich vorher gewohnt habe oder wo ich tue. Und habe dann wie noch das Gefühl, es ist eigentlich auch schön, daheim zu sein. Aber wenn ich weg bin, habe ich noch nie das Gefühl gehabt. Und ich glaube, das Gefühl, das dürfte natürlich auch nicht rum sein. Oder voll. Ja, doch. Wenn du wirklich so ein bisschen länger weg bist und sagen wir mal einfacher oder du hast nicht so Komfort beim Reisen, dann freust du dich irgendwann, um einfach mal wieder heimzukommen. Also am meisten habe ich es zum Wasser aus dem Hahn trinken. Das ist so Nummer eins Ding. Ja. Und darum habe ich schon Highway, sag mal so nach 3-4 Wochen so anfängt. Ja. Ja. Nein, also eben, ja, bei mir ist es eigentlich auch so im Ausland zuerst gewesen, dann ist es so vielleicht so nach 3-4 Monaten dann gekommen. Wo ich schon auch. Ich hatte lustig gewusst, was ich vermisst habe, weil es halt am Meer war und so eher so eine kahlere Landschaft, wo ich war, ist der Wald gewesen. Aha. Du hast nicht in den Wald gehen. Also ich einfach den Wald. Ich war am Meer gewesen, aber ich habe den Wald vermisst. Das ist völlig weil alles so offen war. Tannenbäume. Ja. Ich habe Tannenbäume vermisst. Wirklich so, das hat mir irgendwie gefehlt. Und ja, so ein bisschen Heimweh schon. Aber wenn ich jetzt gedacht hätte, ja, ich könnte jetzt dort irgendwie einen Job weitermachen und irgendwie hätte das Umfeld, dann wäre ich auch geblieben. Tannenbäume. Du, Mori? Tannenbäume sind eigentlich die dreckigste Art von Bäumen. Was? Wenn sie anlängst, dann kleben sie einfach. Wegen dem Harz. Du kannst nicht auf sie raufklettern, weil die Äste sind so dünn und so spröd, die brechen gerade ab. Mhm. Und sie werfen Nadeln ab des Grauens. Also gut, kommt ein bisschen darauf an, welcher Tannenbaum. Und wenn du barfuß unten durchläufst, dann piekst du die ganze scheisse Nadeln in die Füsse. Also du musst schon wissen, wenn wir dann zusammen über den Mittag am Tag gehen, joggen im Wald, dann hat es recht viele Tannenbäume. Habe ich Schuhe an. Einfach. Aber ich finde, Tannenbäume würde ich jetzt nicht vermissen. Eher so Birken oder halt die netten Bäume. Also wenn im Fall Birken vermisst ist, ich habe noch Finken, also ich habe sonst noch Birkenstöcke. Ja, merci, das kann ich gerade piepen. Ah, darf man nicht... Ah, wir dürfen keine Marke sagen. Ja, aber es gibt ja auch noch Adiletten. Ja, Adiletten gibt es und Nike-Letten gibt es auch noch. Und super. Diadoretten. Also nächste Frage vom Maretiu719. Wieso ist der Podcast nicht mehr auf YouTube? Wieso? Hey, das ist eine gute Frage. Haben wir das jemals eigentlich so beantwortet? Ich glaube, wir haben das am Anfang haben das schon kurz thematisiert, wo wir dann nicht mehr auf YouTube gewesen sind. Aber damit der Moiri keine Nervenzusammenbrüche mehr hat. Weil für den Moiri ist der Podcast im Studio mit dem ganzen Live-Podcast. Setting, Live-Podcast, halt ein riesen Stress. Und es war immer noch nach der Studiosendung. Jamik. Und Podcast ist halt ein Audio, eben nicht ein audiovisuell, sondern ein Audio-Medium. Und es macht eigentlich vom Grundprinzip keinen Sinn, dass man das schaut. Ja. Aber ich sehe schon den Reiz, Im Moment war es super, aber Phil sagt es recht. Es ist nicht wegen mir, dass wir es aufgehört haben. Also mal. Wenn der Moiri so zittert hat, nein, ich kann noch nichts essen, ich muss jetzt auch noch machen. Das war dein grösster Live-Schnitt-Moment, wo wir auf SRF 2 live waren. Und wir haben irgendwie am 10, also 21:10 und 7 Sekunden hast du müssen live drücken und dann haben wir genau dann on-air müssen gehen, genau dann müssen. Und dann haben wir uns genau am 12 ab
10 am 20 Sekunden müssen verabschieden und du bist dort wirklich im grössten Stress gewesen. Ja, es ist wirklich unglaublich, also es ist eine krasse Zeit gewesen. Also man muss ja vorne anfangen, nur kurz. Ich muss es schon aufrollen, emotional. Immer wenn ich auf das angesprochen wird. Also es fängt ja wirklich dort an, dass wir ja an diesem Tag unsere normale Studiosendung produziert haben. Dann haben wir ja wirklich noch jede Woche am Freitag eine Studiosendung rausgelassen. Und dass wir die im Studio gemacht haben, dann bin ich am Morgen um 8 Uhr hier im Studio und habe angefangen zu vorbereiten. Dann sind ihr alle gekommen, dann haben wir das durchproduziert. Dann, wie ist es gegangen? Dann haben wir zu Mittag gegessen, dann haben wir den Rest gemacht, irgendwie noch einen Beitrag aufgenommen, dann haben wir zu Nacht gegessen. Und das war alles so ein drängender Zeitplan gewesen, dass ich eigentlich immer, wenn ihr Pause hatte, dann habe ich angefangen umstellen für das nächste Kapitel. In dem ist am Schluss dann für die Live YouTube- und Fernseh-Live-Sendung. Und einerseits war der Tag einfach so krass vollpackt gewesen, dass wir keine Fehler erlaubt hat oder Sachen, die nicht funktioniert haben, haben wir keinen Platz gehabt, weil ich keine Zeit hatte, um das zu retten. Plus, sind wir ehrlich, wir produzieren so, dass wir alles können selber machen können. Also wir brauchen keine Experten auf jedem Gebiet, sondern wir haben uns das Wissen jeweils immer so ein bisschen selber angeeignet. Was geil ist, wenn wir es selber machen können, aber handherum können wir nicht mit dem spezifischsten Profi-Equipment Sachen schaffen, wo dann die Leute halt im Griff hätten. Ich merke, wie wichtig dir das Thema ist, dass du das so ausführst. Nein, und es ist wirklich alles... Ich bin gerade schnell weggenickt. Ja. Ich habe es gesehen. Es ist wirklich ein ganz wichtiges Thema für mich. Und wegen dem war alles ein bisschen handgestrickt und eben ein bisschen fehleranfällig. Und ich war so hart nervös jeden Abend,